machen jetzt diese Truhe auf. Und was haben wir da drin? Militärische Handschuhe. Cool, dann gehen wir hier mal weiter. So, gehen wir mal da lang. Wie gesagt, ich will die ja versuchen, alle mitzunehmen. Aus einem anderen Grund. Das ist okay. Nein! Das wollte ich jetzt nicht. Mist. Obwohl, das passt, glaube ich, ne? Ja. Sieht ganz gut aus. So, machen wir hier die Kuste noch auf und hauen dann die dahin. Oh no! Ja, ja. Zeitverzögerungstrank. Okay. Also genau diese Tränke, was sie genau alle machen, weiß ich auch nicht. Also Gesundheitstrank ist klar, Kühlverschwörungstrank ist irgendwie auch. Also vom Text her sind sie schon logisch, aber ich habe die nie so wirklich benutzt. Außer die Heiltränke mal. Aber das werden wir, denke ich, mal jetzt ändern. Oder zumindest werden wir hier mal ändern. Ich werde die wahrscheinlich mal benutzen. So, gucken wir mal, Hundi. Ist hier was? Nee, okay. Dann gehen wir hier mal weiter. Und springen da runter. Schauen uns hier noch um. Hier ist irgendwie auch nichts, ne? Nein, okay. Da hinten ist eine Kiste. Und hier müssen wir runter erstmal. So, schauen wir mal. Ist da vielleicht irgendwas? Nein. Okay. Dann schwimmen wir hier mal lang. Hier kann man tauchen. Okay, wieder ein Amethyst. So. Hier brauche ich den Zauber, glaube ich. Jawohl. Und dann gehen wir hier mal weiter. Und gucken mal. Oh, nee, nee, ja, lol. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Aua, nee, hau. So. Haben wir jetzt alle tot? Ich hoffe doch. Doch, nee, doch nicht. Kommt doch noch mehr. Naja, was soll's. Ist ja EP. So. Den haben wir auch tot. Gucken wir mal, was hier hinter ist. Aha, ein Grabungsort. Mal sehen, was wir finden. Vielleicht noch mehr von diesen Edelsteinen. Wäre ja cool. Kann man halt verkaufen. Gut Geld. Oder, ach ne, Geld geht auch. Das ist auch super. Geld nehmen wir natürlich auch noch mit. Haben wir hier noch irgendwie sonst was? Nee, ne? Nee. Gut. Ich weiß, dass man das hier anmachen konnte. So viel weiß ich noch. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was ich so wusste. Gerade. So, springen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich da hinkomme, ehrlich gesagt, mehr. Na komm, wir springen mal runter. Vielleicht finden wir hier... Ah, siehst du? Schon von der Ferne gesehen, da ist nämlich noch ein Schatz. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Ist doch klar. Ein Gesundheitstrank, das ist super. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh, Hilfe, ich häng fest. So, jetzt haben wir es geschafft. Wo bin ich hier überhaupt? Ach so, hier. Ah, okay. Ja, das ist ja... Naja. Man auch vorher so finden können mal. Jo. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ist bestimmt noch mehr. Ich weiß es schon, wie gesagt, nicht mehr. Aber ich glaube, hier war noch mehr. Und die hat irgendwas entdeckt. Ja, ich komme ja schon. Wo hast du was entdeckt? Na? Zeig mal. Gar nichts. Achso, wegen dem Skelett hier.
Hälfte aufgehört wahrscheinlich. Ja. Komm. Such. Ach jo, okay. Da nehmen wir doch natürlich noch mit. Au. Jetzt hat er mich davon abgehalten, das auszugraben. Glaube ich zumindest. Brennen wir den da mal weg. So, ja, Tatsache. Komm, Hundi. Such mal neu. Na? Und, was haben wir drin? Geld. Nee. Ah, wieder ein Edelstein. Sehr schön. Gehen wir hier mal weiter. Und dann kommen wir wieder auf den Gegner. So. Wir sind aber schon recht hart, also stehen schon etwas länger. Als die ersten. So, tot. Komm schon, stirb. Geht doch. So, gehen wir hier weiter. Was? Wie, wo? Schatz? Okay. Ich glaube, hier hinter müsste er den haben. Ach ja, das ist genau. Das ist ja der hier oben. Genau. Na, was haben wir drin? Geld. Geld ist immer gut. So gehen wir aber erstmal nach da oben. Hier geht es ja auch noch weiter. Deswegen gehen wir hier auch erstmal hoch. Und schauen uns die Gegend hier oben noch an. Und vielleicht finden wir hier noch was Tolles. Zum Beispiel einen Schalter. Den wir auch gleich mal ziehen. Komm schon, stell den nicht so an. Das ist ein Schalter. Ich würde sagen. Die geben aber echt schon sehr, sehr lange. So, tot. Fest. Putzen wir den weg. Gibt immer noch. Ja, komm schon, stirb. So. Was mache jetzt mit dem da, der da. Wo ist denn der jetzt überhaupt? Da! Ah! Cool. Da ist was aufgegangen. Dann gehen wir hier mal lang. Nee, ich weiß, hier konnte man irgendwo runterhüpfen. So. Und dann bewegen wir uns da mal hoch. Und schauen, was da oben noch ist. Okay. Ein Sarg. Oder ein, eher doch ein Sarg. Kann man den irgendwie öffnen? Oder irgendwas mit dem machen? Ja, nee. Schade. Okay, aber ein Schlüssel wenigstens. Das ist schon mal gut. So, und jetzt gehen wir weiter. Haben wir jetzt schon drei Schlüssel von 350 oder was das da gerade waren. Oha, da kann man noch lange sammeln, die alle zusammen haben. Gut, ich verbrauche ja auch nochmal noch welche. Für diese Kisten halt, die man aufmachen kann. Wo man Schlüssel halt für braucht. Ah, hallo. Ja. Wie ihr wisst, sagte ich, dass Kreisel einen Schlag mit einer Nahkampfwaffe benötigen. Tja, das scheint nur teilweise zu stimmen. Laut diesem Buch braucht man für die blauen Kreisel Nahkampfwaffen.
Für die Roten braucht man Magie und die Gelben muss man anscheinend mit einer Feuerwaffe treffen. Glücklicherweise ist in dem Buch auch zu lesen, wo Feuerwaffen zu finden sind. Und diese Waffen, man muss sie gesehen haben, sonst glaubt man es nicht. Bitte kehrt schnellstmöglich zum Unterschlupf zurück. Alles klar. Machen wir doch. Also hat euer Vater euch die fraglichen Waffen hinterlassen. Sie sind in der Waffenkammer. Jo, gehen wir mal rein. Wie das Schwert und der Hammer entwickeln sich diese Waffen durch Benutzung und werden gefährlicher. Sie richten mehr Schaden an und erhalten andere, unglaubliche Effekte. So, nehmen wir mal hier... Das Gewehr! Großartig! Niemand wird sich euch nähern können, wenn ihr es nicht wollt. Die Pistole behalte ich hier, falls ihr sie stattdessen verwenden wollt. Probiert es in der Zwischenzeit aus und findet heraus, welche Geheimnisse es in sich birgt. Alles klar. Ein Geschenk haben wir noch. Muskete Lionhead. Gut, dann tauschen wir nämlich gleich mal um. Weil die Lionhead-Waffe hier, die Muskete ist nämlich besser. Und man kann sie auch noch verbessern. Da müsste ich gerade mal gucken, kann man das hier irgendwie so sehen? Info, ja. Lest Menschen. Ihr würdet eure neue Waffe wohl gerne in einem echten Verlies ausprobieren. Aha. Mein moralisches Ansehen muss ich verringern oder sowas. Okay, also man kann, wie gesagt, die kann man auch noch so quasi updaten, indem man bestimmte Sachen macht, wie zum Beispiel Leute töten oder, also Menschen töten halt oder andere Sachen halt. Dann kann man da auch noch die Waffen, beziehungsweise auch das Schwert geht das, aber das hier nicht genau, das bei denen hier nicht. Dafür brauche ich ein anderes. So, jetzt haben wir noch Gegner, die wir mal niedermetzeln müssen. Na gut schon, die sind aber auch echt hart. So, weiter geht's. Ist hier nur was rum? Nee. Könnte ich auch erschießen, aber ich glaube nicht, dass das viel bringen wird. Obwohl zwei Schuss. Zwei Schuss auch noch hart. So, das hätten wir. Hatte mein Hund eigentlich noch was entdeckt? Nee, gut. Hilfe. So, ich muss mal weg. Jetzt war hier mein Tod. Und hier. Jumpen wir hier mal so ein bisschen durch die Gegend. Hep, hep. Und er lebt aber echt lang. So, das hätten wir. Da kommen schon wieder die nächsten gleich. Jetzt machen wir die Kiste endlich mal auf hier. Mann, Mann, Mann. Okay, Zeitverzögerung. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Und schauen mal. Ich glaube, hier hinten war auch noch irgendwo was, ne? Ich weiß nicht, ob das hier war. Wenn ich schon wieder wüsste, wo mein Hund ist. Hundi. Oder eben noch da unten? Ja, Tatsache. Oh Mann. So kommt der eigentlich nicht nach. Ach, jetzt. Na komm. Mann, das ist also. Der backt ein bisschen rum hier irgendwie, der Hund. Ja, alles klar. Na komm, Buddel. Danke. Achso, Zeitverzögerungstrank noch mitnehmen. Und jetzt geht's weiter hier. Da sehe ich schon der Gegner da oben.